niemals ohne Helm und ordentliche Kleidung, denn es ist ja kein Kinderspiel, was wir jetzt machen, sondern... Ich sage, das ist kein Kinderspiel. Aber um auf sowas hier Europameister zu werden, muss man nicht nur viel trainieren, sondern auch eben das perfekte Material haben. Wer braucht schon die spritfressenden Boliden der Formel 1, wenn er selbst das Gefühl der Geschwindigkeit ganz ohne Motor und am eigenen Leib erleben kann? Ein Rennwochenende liegt vor den Fahrern, die alle angetreten sind, um Europameister im Bobbycar fahren zu werden. Bevor es losgeht, hat Veranstalter Florian Mayer noch ein paar warme Worte parat. Wir sind hier im Zentrum des Motorsports in Weidenstetten am Rande der Schwäbischen Alb. Wir haben hier eine wundervolle Rennstrecke in der Natur, eine Naturtribüne. Es sind viele, viele Zuschauer gekommen. Die kleinen Flitzer stehen schon in Warteposition, sind bereit für die Testläufe vor dem Rennen. Zuerst fahren die Amateure, dann kommen die Profis. Einer der Profifahrer gilt als heißer Favorit. Seit 8 Jahren fährt Ray Oppel ganz vorne in der Rennsportelite der Bobbycar-Fahrer mit. Letztes Jahr hatte er eigentlich seine Profikarriere an den Nagel gehängt, doch nun will er es doch noch mal wissen. Eigentlich habe ich mich auf dem Höhepunkt der Karriere eigentlich so ein bisschen zurückziehen wollen. Das war damals, da hatte ich 4 Weltmeisterschaften gewonnen, 3 deutsche Meisterschaften, 2-mal Europameisterschaft. Und da wollte ich eigentlich so ein bisschen abtreten. Und dann bin ich ein Jahr mal gar nicht gefahren. Vor ihm und den anderen Profis müssen aber erst die Amateure ran, mit den Fahrern, die in der Weltrangliste noch nicht gesetzt sind. Unter den Bobbycar-Anfängern fahren auch einige Frauen mit, wie zum Beispiel Sandra Uhler. Dieser Rennsport ist absolut keine reine Männerangelegenheit. Mein erstes offizielles Amateurrennen. Ich bin schon des Öfteren mal bei uns auf der Hausstrecke gefahren oder bei Originalrennen, Spaßrennen, Mannschaftsrennen. Aber Amateurrennen ist jetzt das erste. Ihr eigenes Bobbycar ist noch in der Mache, denn der richtige Bolide will genauestens ausgetüftelt sein. Es ist viel Fingerspitzengefühl dabei, sich seine Rennmaschine richtig einzustellen. Die meisten Fahrer bauen sich jedes Jahr ein neues oder alle 2 Jahre. Aber das hier hat mich 5 Jahre lang ununterbrochen begleitet. Ich habe hier zum Beispiel auch noch meine Original-Lenkstange hier drin. Das würde auch kein anderer Mensch fahren. Also die halten mich dafür verrückt, dass ich das jahrelang gemacht habe. Hier sieht man auch schon einige Kampfspuren. Unfälle passieren, wie bei den Kollegen der Formel 1. Und auch hier bleibt es in der Regel bei Blech- bzw. Plastikschäden. Dennoch passieren hin und wieder auch Unfälle, bei denen es Arm- oder Beinbrüche gibt. Gefahren wird immer im Duellsystem. 2 Fahrer treten gegeneinander an. Damit die Selbsteinschätzung des fahrerischen Könnens nicht allzu sehr beeinträchtigt wird, gilt für alle Fahrer am Renntag striktes Alkoholverbot bis zum Moment des Ausscheidens. Sicherheit wird hier ernst genommen. Die gesamte Strecke ist mit Heuballen gesichert. Auch damit Zuschauer von umherfliegenden Bobbycars nicht getroffen werden. Für Menschen besteht aber keine wirkliche Gefahr für Leib und Leben. Das bedeutet jedoch nicht, dass nicht verbissen gekämpft würde. Es geht beim Bobbycar-Fahren nicht nur um fahrerisches Können, sondern auch um das richtige Renngefährt. Tja, also im Prinzip reicht's, wenn man einfach nur die Räder tauscht, die Lenkung ein bisschen höher setzt, damit man drunter passt als Erwachsener und ein bisschen das Lenkspiel vielleicht rausnimmt. Und wenn man schnell sein will, muss man halt das Gewicht erhöhen und die Stabilität einfach ein bisschen von dem ganzen Bobbycar herkriegen. Aber eigentlich ist es eine relativ unaufwendige Sache, sag ich mal. Jeder hat seine eigenen Tricks und Ideen. Im Vorfeld wird also jede Menge getüftelt. Austesten, was liegt einem besser. Lenkungen ausprobieren, das kann man dann optimieren. Reifendruck, verschiedene Druckverhältnisse ausprobieren. Der erste Testlauf. Schon bei den Trainingsläufen wird deutlich, dass nicht nur die Geschwindigkeit ausschlaggebend für einen Sieg ist, sondern das Finden der Ideallinie. Auch wenn die Fahrer der Bobbycars ihr Hobby als Fun-Sportart bezeichnen, die Jungs haben richtig Ehrgeiz. Ja, man muss schon eine gewisse Verrücktheit mitbringen, aber man kann das Risiko schon kalkulieren. Also man muss nichts übertreiben. Die Europameisterschaft morgen, die würde ich natürlich schon gern ganz vorn beenden, um nochmal zu zeigen, was noch in einem steckt. Das würde ich gern probieren. Ich weiß nicht, ob es klappt, aber ich denke mal, man verlernt das Fahren auch nicht. Es ist dennoch kein Hobby, auf das jeder kommt oder was jeder durchführt. Wie bist du da drauf gekommen? Gute Frage. Das war eigentlich Zufall. Wir haben beim Weintrinken gesessen mit ein paar Freunden. Wir hatten immer so ein bisschen verrückte Ideen.
Und ja, da, aus irgendeinem Grund sind wir drauf gekommen zu sagen, wir fahren mal den Berg mit Bobbycars runter. Kurz vor den ersten Amateurläufen machen sich die Fahrer dann doch noch mal Gedanken über die Sicherheit. Es gilt auch beim Bobbycar das Recht des Stärkeren. Fieberhaftes Tüfteln, ein letzter Check vor dem Rennen, dann kann sich ein Bobbycar-Fahrer nur noch auf sein Training und seine Erfahrung verlassen. Auch für Sandra sind es nur noch wenige Minuten bis zu den Probeläufen, bei denen die Fahrer schon vor dem Rennen die Möglichkeit haben, sich mit der Strecke vertraut zu machen. 2 bis 3 Runden darf jeder außerhalb der Wertung fahren. Die meisten nutzen diese Möglichkeit voll aus, auch Sandra. Ein guter Start gelingt ihr schon mal. Anders als andere Rennstrecken gibt es in beiden Städten keine wirklich engen Kurven, sodass die kleinen Renner richtig auf Touren kommen. Grenzwertig und zittrig und ging jetzt nach 2 Trainingsläufen ist man dann schon ein bisschen sicherer, aber man hat schon auch Angst. Plötzlich merkt ein Fahrer, dass sein Bolide noch gar nicht in der technischen Abnahme war. Wir wiegen das Bobbycar, weil es in der Amateur- und Profiklasse maximal 40 Kilo wiegen wird. Der Fahrer scheint sich sicher, dass sein Bobbycar den Anforderungen entspricht. Drunter auf alle Fälle. Ja. Doch auch die Länge und Breite der kleinen Rennwagen ist streng genormt. Kontrollieren wir noch die Maße, weil es nur eine bestimmte Breite, Länge und Höhe haben darf. Und da scheint es auf einmal Probleme zu geben. Oh. Schlecht. Zu lang. Okay. Ja. Ah ja, richtig. Das Risiko ist immer da, vor allem wenn man in letzter Minute, so wie ich jetzt fertig geworden bin heute, das ist natürlich immer ein bisschen so das Risiko. Was für Chancen rechnest du dir aus, was Platzierung heute angeht? Gar keine. 2-mal heil runterkommen im ersten Rennen und ja, dabei sein ist alles, so mehr der olympische Gedanke. Jetzt wird es wirklich ernst für Sandra. Den ersten Lauf hat sie verloren, jetzt im zweiten Lauf geht es um alles. Sollte sie auch jetzt wieder hinten liegen, wäre das Rennen für sie gelaufen. Fast von Beginn an liegt Sandra vorn. Am Anfang ist die Geschwindigkeit noch relativ gering und die Fahrer versuchen, den Schwung der Startrampe auszunutzen. Doch mit jedem Meter gewinnt das Bobbycar an Geschwindigkeit und Sandra scheint uneinholbar vorn. Als sie im Ziel ankommt, ist ihre Konkurrentin weit abgeschlagen. So, Rennen vorbei. Und, wie war's? Nee, ich habe jetzt den zweiten Lauf gewonnen. Das heißt, ich bin jetzt weiter. Habe jetzt noch einen dritten Lauf. Okay, wie lief's denn? Super. Rückblende. Einige Tage vorher haben Sandra und ihr Lebensgefährte ein Renn-Bobbycar für uns zusammengebaut. Das ist eigentlich schon Hightech. Hier das ganze Lenkgestänge, da vorne Gewicht drauf und ja, am Original Bobbycar-Körper kann man sehen, viel weggeschnitten. Nee. Nicht mehr viel übrig. Nicht mehr viel übrig. Also sind jetzt die Lager, die vorhin im Benzin gelegen haben, die werden jetzt nochmal mit Bremsreiniger gereinigt, damit die einfach sauber sind und dann im Rennen besser laufen. Die Kugellager sind für die meisten Fahrer das Entscheidende für eine hohe Geschwindigkeit. Hier geht es jetzt gleich weiter mit dem Korpus. Das einzige Utensil vom Original Bobbycar-Körper, das ist hier auf der Bodenplatte. Erst einmal verschraubt werden muss. Hier die Sitzfläche mit anheben. Hochdrücken, bitte. Da ist Spannung drauf. Das ist aber auch gut so. Umso robuster ist das Ganze. Aber die sind im Handel zu erhalten und können unproblematisch ausgewechselt werden. Ja, hier, das sitzt jetzt schon mal und dann kann ich auch schon anfangen mit der Reifenmontage. Auch Laufruhe beim Fahrzeug ist auch was ganz Wesentliches und da auch wieder eben bei hohen Geschwindigkeiten. Diese Reifen nehme ich bevorzugt für die Lenkung vorne, dass da eine etwas größere Laufruhe ist auf der Lenkung. Das ist vorne wichtiger als hinten. Das sind handelsübliche Kugellager. Die wurden allerdings noch ein wenig modifiziert. Also es sind offene Lager mittlerweile. Wir sorgen auch dafür, dass die Lager und die Kugeln, die Stahlkugeln, entsprechend leicht laufen. Die Lenkung wird jetzt noch von Sandra eingeölt, damit es später nicht zu ungewollter Reibung kommt. Nachdem Bernd das Lenkrad eingesetzt hat, ist das Bobbycar fast fertig. So, der letzte Handgriff besteht darin, das Lenkrad noch in seine Position zu bringen. Oh. 36 Kilo.
Perfekt. Zurück in Weidenstetten. Sandra bei der Zieleinfahrt ihres dritten Laufes. Diesmal wurde sie leider abgehängt. Doch für eine Amateurin hat sich Sandra wacker geschlagen. Oh. Ja, wieder ganz gut. Habe jetzt aber den Lauf verloren. Bin auch gegen meinen Lebenspferden gefahren. Das ist immer dann nochmal ein bisschen prickelnd. Aber war gut und war ein tolles erstes Rennen. Und auf jeden Fall immer wieder. War richtig super. Der erste Renntag ist also fast besser gelaufen als erwartet. Das findet Sandras Lebensgefährte auch. Ein Grund zum Feiern also. Der Frust oder die Freude des Renntages wird mit Bier begossen. Bobbycar-Fahrer sind ein geselliges Völkchen. Ebenso wie man sich untertag aushilft mit dem Bobbycar, so sitzt man dann abends auch zusammen, grillt gemeinsam. Jeder bringt was mit, das wird geteilt und ist schön. Also das ist ein Muss. Ich denke auch die Fahrer, die jetzt nur anfahren, um nur das Rennen zu fahren und dann wieder heimfahren, die verpassen schon viel. Also nur Rennen fahren und dann heimfahren, wäre auch nichts für uns. Und da beendet man den Renntag auf schwäbische Art mit Maultaschen vom Grill. Der nächste Morgen. Für Ray Oppel steht heute die Entscheidung an. Doch die Veranstalter haben sich noch etwas anderes einfallen lassen. Die Wahl der Boxen-Lady 2009. So, wo kommen Sie her? Ich komme aus dem wunderschönen Köln. Aus Köln, extra Weidenstetten? Ja. Ist ja der helle Wahnsinn. So, meine Frage, hättest du Lust, hier Boxen-Lady zu machen? Boxen-Lady? Wir brauchen nichts Großartiges zu machen, mein Gott, zwischen ist das nicht. Okay, wenn du ungefähr jetzt, was man da genau machen. Wir haben schon vorher so ein bisschen Augenkontakt gehabt und habe mich da ja auch rumlaufen sehen, dass ich die Meute auch ein bisschen begeistert habe und vielleicht war das eines der Kriterien, ja? Einige haben zwar Boxen-Lady mit Boxen-Luder verwechselt, aber das tut der Stimmung keinen Abbruch. Oben am Start machen sich die Fahrer bereit. Vor dem Rennen müssen sie in gemäßigter Geschwindigkeit die Strecke abfahren, um im Ziel eine erneute technische Abnahme mit ihren Renngefährten zu bestehen. Ohne Gütesiegel geht gar nichts mehr. Aber alle Fahrer bestehen diesmal. Auch Ray Oppel, der sich nicht so recht darüber freuen kann. Im ersten Rennen hat er gleich ein schweres Los gezogen. Ich muss gleich gegen den schnellsten Mann starten. So ein Mist. Los, Pech. Gleich gegen den Schnellsten, gegen den ich vor 2 Jahren im Finale war. Hinzu kommen technische Probleme. Das Rennen scheint plötzlich unter keinem guten Stern zu stehen. Ja, mein Bobbycar schleift noch ein bisschen an der Rampe auf. Ich hoffe halt, dass ich das irgendwie wieder gut machen kann im Laufe des Rennens, dann in der Beschleunigungsphase oder in der Topspeed. Kurz vor dem Start. Die Fahrer brauchen Ruhe. Auch bei den Profis gilt, einmal darf man verlieren, beim zweiten Patzer ist man draußen. Ein letztes in sich gehen, dann startet die Europameisterschaft 2009. Und es kommt wie befürchtet. Bereits kurz nach dem Start wird der als Favorit gehandelte Ray Oppel von seinem Gegner überholt. Schon in die erste Kurve fährt er als Zweiter ein. Kein guter Auftakt für den mehrmaligen Weltmeister. Und das, obwohl er vorher noch auf neue Reifen umgestiegen ist. Er muss zusehen, wie ihm sein Konkurrent davonfährt. Mein Schlüsselpunkt sozusagen, auf den ich Wert lege, sind die Reifen. Reifen und Kugellager. Und ich muss einfach schauen, dass ich dann durch meine hohe Endgeschwindigkeit die Leute dann einfach irgendwo auf der Strecke überhole. Es ist halt so, wenn man gleich am Anfang verliert, dann müsste man sehr viele folgende Rennen gewinnen, um überhaupt dann noch ins Finale zu kommen. Als hätte er es vorher geahnt. Sein erstes Duell an diesem Mittag verliert Ray. Den nächsten Lauf muss er gewinnen, sonst wäre es vorbei mit den Träumen vom Titelgewinn. Bereit? Auf die Plätze, fertig, los! Dieses Mal schafft es Ray, seinen Gegner hinter sich zu lassen. Auch hier fällt die Entscheidung bereits nach den ersten Metern. Der Konkurrent schafft es nicht, näher heranzukommen. Der Abstand zwischen den beiden Bobbycars wird immer größer und Ray schafft es als erster ins Ziel. Unten angekommen, ist er diesmal sichtlich erleichtert. Muss ja irgendwann mal was funktionieren, Mensch. Ich habe am Anfang so einen blöden Lauf gehabt gegen den Schmidt gleich. Und jetzt endlich habe ich die Linie rausgefunden. Das ist schon mal was wert. Die Rennen sind in vollem Gange. Ungefähr einmal pro Minute starten 2 Fahrer. Die Zahl derjenigen, die eine weitere Runde überstehen, sinkt. Nach 4 Läufen ist der Titel in greifbare Nähe gerückt. Bin ich im Finale und ich wollte den Markus noch mal sehen. Das habe ich ihm am Anfang versprochen, als ich verloren habe. Also der schwerste Gegner sicherlich. War mit mir vor 3 Jahren auch schon im Finale. Aber ich werde trotzdem jetzt versuchen, alles zu geben.
Mit dem Shuttlebus geht's auf den Berg zum letzten Lauf dieser EM. Die Nerven liegen blank. Die Entscheidung fällt in knapp 30 Sekunden. Showdown auf der Schwäbischen Alb. Der neue Europameister heißt Ray Oppel. Am Anfang sah es noch ganz anders aus. Aber trotz verpatztem Start, trotz Schwierigkeiten mit dem neuen Bobbycar, er hat es geschafft. Sein Gegner hatte auch im letzten Lauf kaum eine Chance. 1,5 Meter, ich kam nicht mehr dran. Europameister 2009! Endlich! Auf den habe ich schon lange gewartet. Weil ich habe nur zweimal den Europameister bisher gemacht und alles andere viel öfter. Und habe ich immer partout keinen Europameister gemacht, aber jetzt endlich mal wieder geschafft. Ich bin so froh, das gibt's nicht. Mit erleichterter Miene nimmt Ray die ersten Glückwünsche entgegen. Wie in alten Zeiten, oder? Erstmal verlieren und dann mal Gas geben. Siegerehrung mit Boxenlady und natürlich dem Pokal. Das Ende von einem Jahr Vorbereitung und 8 Stunden Rennen. Insgesamt traten über 50 Fahrer an, die auf kleinen Kinderspielzeugen mit bis zu 100 km/h einen Berg herunterbrausten. Unglaublich. Ich fasse es wahrscheinlich erst später. Aber es ist einfach der Wahnsinn. Adrenalin überall. Oh, unheimlich erleichtert. Mit ein bisschen Glück könnte diese Woche eines von 3 Medion Netbooks gewinnen.